Wir würden gern wissen, wer ist eigentlich Jella Hase? Ich habe keine Ahnung. Ist richtig peinlich jetzt, ne? Ist, glaube ich, eine ganz tolle, junge, aufstrebende Schauspielerin. Also mir fällt Jalla Jalla ein schwedischer Film. Die spielt in einem Film. Moment, da muss ich kurz nachgucken. Ach so, die aus Fuck You Goethe. Ja, genau die. Die Chantal aus Fuck You Goethe. Jella Hase zu Gast auf der Berlinale bei Deutschlandradio Kultur. Wo sie auch beweisen will, dass sie mehr sein kann als die Tussi-Göre, die sie bekannt gemacht hat. Im Gespräch bei Moderatorin Britta Bürger stellt sie klar, dass sie am liebsten Rollen hat, die man sich erstmal annähern muss, die man vielleicht auch gar nicht so mag. Ich hatte das mit Svenja aus Kriegerin, ich habe mir den Film angeguckt und ich dachte mir, boah, die ist so scheiße. Also ich fand mich unsympathisch und ist doch toll. Also ich hoffe, es geht weiter so, dass ich so verrückte Leute spielen darf. Vom nervigen Lehrerstreck in Fuck You Goethe. Chantal. Ja? Oh, leise. Zur nachdenklichen Geschichte Vier Könige. Jella Hases aktuellster Auftritt als eine von vier Jugendlichen, die ihr Weihnachten in der Psychiatrie verbringen müssen. Du ziehst das jetzt durch hier. Es ist das Erwachsenwerden einer jungen Schauspielerin, das auch hier auf der Berlinale überzeugt. Jella Hase wird als Shootingstar geehrt. Der Nachwuchspreis der European Film Promotion. Sehr überwältigt, also vor allem, weil auch die neun anderen so talentiert sind. Also die neun anderen Shootingstars sind ja die Besten aus Europa und dann steht man neben denen und gehört auf einmal mit dazu. Und also ich bin total dankbar, dass ich mir die Möglichkeit geboten wurde, da teil zu sein. Wie sie über ihre Entwicklung spricht, da wirkt Jella Hase plötzlich so fürchterlich erwachsen. Ihr Outfit soll dabei ganz offensichtlich helfen. Vernünftig und durchdacht. So betont anders als die Figur der Chantal, die sie groß gemacht hat. Angesprochen auf das Studium, was sie angefangen hat, ist sie dann aber doch wieder ein bisschen das Bad Girl aus der Berliner WG. Geschichte, Philosophie und Literaturwissenschaft sollten es werden. Eigentlich. Aber sie haben mich rausgeworfen. Nein, ich habe die Studiengebühren nicht bezahlt. Ich dachte mir, ich kann jetzt keinem den Platz die ganze Zeit klauen. Ich hätte es total gerne gemacht. Aber ich werfe mich manchmal so Sachen rein und merke dann, ach, das geht doch nicht auf. Ich hab so viel gedreht. Wie soll ich da eigentlich? Es hat einfach nicht geklappt, leider. Aber auch ohne das Studium. Jella Hase lässt keinen Zweifel daran, dass von ihr noch viel zu erwarten ist. Als nächstes ist sie als junge Ermittlerin im Tatort aus Dresden zu sehen. Das ist eine große Ehre für mich, aber ich möchte mich noch nicht für 2 Jahre verpflichten. Also wer weiß, was ich noch so drehen möchte oder was ich überhaupt machen möchte. Was auch immer das sein wird, ihre Fans werden auf jeden Fall dabei sein. Von denen hat sie nämlich schon jetzt einige. Und das ganze Gespräch mit Jella Hase können Sie nachhören auf deutschlandradiokultur.de.